Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur le Directeur, bienvenue à cette conférence de presse sur l'initiative de la souveraineté alimentaire qui sera soumise au peuple le 23 septembre prochain. Monsieur le Directeur Lehmann de l'Office fédéral de l'agriculture accompagne Monsieur le Conseil fédéral Schneiderman pour cette conférence de presse. Il sera à disposition pour éventuellement renseignements à l'issue de la conférence de presse aussi. Monsieur le Conseil fédéral, je vous en prie. Danke, Herr Reumann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist genau ein Jahr her, wie wir den Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit vor dem Volk hatten und zugestimmt haben. Und am 23. September, am kommenden 23. September, stimmen wir jetzt über zwei weitere Landwirtschaftsinitiativen ab. Einerseits die Fairfood und andererseits die Ernährungssouveränität. Seit den 1990er Jahren hat sich die Landwirtschaft gewandelt, um den Forderungen der Gesellschaft immer besser zu entsprechen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Initiantinnen und die Initianten der Volksinitiative für Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft betrifft uns alle, die ich heute hier anspreche, diese Initiative, sind mit diesem Wandel nicht einverstanden. Deren Initiative enthält Forderungen, die mit der heutigen Agrarpolitik bereits berücksichtigt werden, zum Beispiel eine bäuerliche, vielfältige und nachhaltige Landwirtschaft, die bereits gefördert wird. Und der Schutz des Kulturlandes ist integrierender Bestandteil der aktuellen Agrarpolitik und in der aktuellen Bundesverfassung auch verankert. Das geforderte Verbot von Exportsubventionen wird ab 2019 vollständig umgesetzt sein, aber die Initiative geht noch weiter. Und so sollen Importe von Nahrungsmitteln, die nicht dem Schweizer Nachhaltigkeitsstandard entsprechen, mit zusätzlichen Zöllen belegt oder ganz verboten werden können, auch wenn dadurch internationales Handelsrecht verletzt wird. Durch höhere Zölle würden sich zudem die Landwirtschaftsprodukte für die Haushalte verteuern und dadurch würde einmal mehr der Einkaufstourismus gefördert. Die Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten für die Angestellten in der Landwirtschaft sind heute kantonal geregelt. Die Bedingungen unterscheiden sich vor allem, weil die Lebenskosten in den Kantonen stark variieren. Und bei einer Annahme der Initiative würden gesamtschweizerisch einheitliche Normen erlassen. Und dies würde dann dem föderalen System der Schweiz natürlich widersprechen. Und zudem verlangen die Initiantinnen und Initianten beispielsweise, dass der Beschäftigungsanteil in der Landwirtschaft durch staatliche Maßnahmen erhöht wird. Dies könnte nur mit zusätzlichen Interventionen des Staates erfolgen und wäre mit hohen Kosten verbunden. Die unternehmerische Freiheit der Bäuerinnen und Bauern wäre damit gefährdet und ihre Abhängigkeit vom Staat würde massiv erhöht. Am Ende sind es die Haushalte, die Landwirtinnen und Landwirte selber, die Wirtschaft und der Bund, also alle Bürgerinnen und Bürger, die es finanziell hart treffen würde. Sie werden zudem entmündigt. Die Initiative schreibt ihnen vor, was sie konsumieren sollen. Und das widerspricht dem Willen unserer Bürger, selbstbestimmt zu bleiben und diese Wahl selber zu treffen. Weitere Forderungen der Initiative stehen im Widerspruch zur heutigen Agrarpolitik und zum internationalen Handelsrecht. Unsere Handelspartner könnten Sanktionen ergreifen und damit unsere Volkswirtschaft schädigen. Eine Annahme der Initiative würde deshalb einen Rückschritt zu mehr Staatsinterventionismus bedeuten und damit den Bemühungen von Bundesrat und Parlament widersprechen. Die Landwirtschaft, nämlich die Absicht, die Landwirtschaft für die Zukunft zu rüsten. Ich bin mir bewusst, dass diese Initiative sowie die Fairfood-Initiative auf den ersten Blick bei vielen Bürgern Sympathien erweckt hat.
Aber viele Anliegen, die Sie unterstützen sollen, werden schon im Rahmen unserer heutigen Gesetzgebung umgesetzt und die verlangte Souveränität ist gewährleistet. Ich bin also überzeugt, dass unsere Bürger bei einem genaueren Hinschauen sehen werden, dass die weitergehenden Vorschläge unsere Lebensmittel verteuern, die Auswahlmöglichkeiten einschränken und schlussendlich den Einkaufstourismus fördern. Dem Bundesrat ist es ein großes Anliegen, dass unsere Land- und Ernährungswirtschaft auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten ausgerichtet ist und zudem auch unsere gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt. Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament die Initiative, die Souveränitätsinitiative, aber auch die Fairfood-Initiative abzulehnen. Das sind meine einleitenden Worte. Die Initiative ist, wie ich es gesagt habe, im ersten Moment noch attraktiv, könnte man sagen. Und wenn man dann etwas genauer hinschaut, wird es gefährlich. Und für mein Verständnis ist es dort am heikelsten, wo zum Beispiel gefordert wird, dass man von Staates wegen die Landwirtschaft breiter aufstellt, also mehr Betriebe, mehr Menschen, die in der Landwirtschaft sich betätigen. Viel dirigistischer geht es nicht. Und wenn man sich das noch für andere Branchen auch noch vorstellt, dann wird es heikel. Also das kann nicht unser Ernst sein. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger wirklich, dieser Initiative nicht zuzustimmen. Voilà, nous passons à la ronde des questions. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir les feux? Herr Bundesrat, die letzte oder die erste Umfrage, die sagt, die sieht eine große Zustimmung vor für diese Initiative. Also 3/4 der Befragten, also das ist schon eindrücklich. Also wie wollen Sie diese Zahlen noch kehren? Werden Sie sich doppelt so viel engagieren, wie Sie es sonst machen würden? Oder wie spüren Sie das Ganze? Ja, danke für die Frage. Das ist der Grund, weshalb ich meinen letzten Satz vorhin gesagt habe. So im ersten Moment kann das offensichtlich noch verfangen und als verlockend erscheinen und deshalb die hohe Zustimmung. Wir beginnen jetzt mit dem Abstimmungskampf. Die Meinungen werden jetzt ausgetauscht, es wird jetzt aufgeklärt und je mehr diese Aufklärungsphase jetzt einsetzt, umso mehr Menschen gibt es dann, die Meinung korrigieren. Wenn Sie mich fragen, ob ich einen doppelten Einsatz leisten werde, ich habe ein paar Auftritte vorgesehen. Ich werde selbstverständlich auch mit Ihrer Hilfe die Botschaften transportieren wollen. Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass diese Initiative nicht durchkommt. Dass die Verteuerung könnten wir uns gar nicht leisten. Und die Zuteilung, wer in welchem Sektor tätig wird in der Zukunft, das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man eine solche Forderung überhaupt erst stellt. Question, Monsieur Castella. Oui, est-ce qu'en cas de oui, ces deux initiatives, je pense à celle-ci ainsi que la Fairfood initiative, est-ce qu'elle poserait des problèmes en vue de la signature d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est l'un de vos objectifs, et si oui, lesquels? Ja, die Initiative einmal umgesetzt oder einmal angenommen und dann umgesetzt oder in Umsetzung
die würde uns im Zuge der Freihandelsdiskussionen tatsächlich im Wege stehen. Und dann müsste man die Rahmenbedingungen, wie sie von der Initiative her gesetzt werden, mit in die Verhandlungen nehmen. Und die Verhandlungen würden auf jeden Fall entsprechend kompliziert, um nicht zu sagen entsprechend unmöglich. Das ist das Gegenteil, das ist wirklich das Gegenteil von freiem Markt und beißt sich. Und deshalb auch mit aller Deutlichkeit, die Initiativen dürfen nicht angenommen werden. Ja, nochmal, Sie haben gesagt, eine Verteuerung können wir uns nicht leisten. Also gibt es da Schätzungen, was das bedeuten würde für die Schweizer Konsumenten und in welchen Bereichen vor allem? Es gibt Schätzungen, die ich kennen würde, nicht. Aber wenn ich sage Verteuerung, dann sage ich das wegen der Mechanik, die damit verbunden wäre. Wie viel die Verteuerung darstellen würde, wie gesagt, kann ich Ihnen nicht quantifizieren. Aber jede Verteuerung von Konsumgütern bedeutet im nächsten Moment eine Lohnforderung, damit die Kaufkraft genügt. Und eine Lohnforderung im internationalen Wettbewerb in irgendeiner Disziplin ausbezahlt, ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Wir kommen aus einer Phase, die schwierig war mit dem Schweizer Franken, die schwierig war mit den nicht konjunkturell elegant sich darbietenden Weltmärkten. Man hat als KMU die Margen weitgehend geopfert. Wir sollten jetzt in eine Phase kommen, wo man wieder etwas Reserven anlegen kann, um dann später zu investieren. Ich denke also an diese Kreise, das Kostenmanagement mit all der Rigidität weiterhin machen müssen. Und wenn dann vom Staat zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Forderung aufgesetzt wird, dann ist das wirklich widersprüchlich. Und deshalb will ich es nicht. Autre question? Autre question? Alors, j'arrête avec cette conférence de presse ici. Pour les médias électroniques, il y a encore un peu de temps à disposition pour les interviews bilatérales.